An ancient legend tells of a cruel sorcerer that lived in a castle on top of a mountain endlessly engulfed in fog. His greed knew no limits. His heart of stone and otherworldly looks caused people to shiver in terror. Each year, the ruthless sorcerer demanded greater tribute and sacrifices from his subjects. The villagers lived happily enough until he returned and demanded more than they were able to give. A brave knight decided to stand up against the oppression to defend the woman he loved. The greedy tyrant did not take kindly to the young man's protest and retaliated by casting a terrible curse on all the villagers. Silence fell upon the village. The only sound heard from among the stone figures was the weeping of a lone young woman, saved by the knight. This wasn't enough for the sorcerer. He kidnapped the maiden and locked her in the deepest dungeons of his castle. The sorcerer, however, underestimated the power of love. A single tear made the heart trapped in within the stone body beat anew. So, moin moin und damit willkommen zu einem neuen Spiel für die Switch. Exklusiv für die Switch ist es rausgekommen, und zwar Castle of Heart. Das Intro hat ja uns schon ein bisschen was erzählt, worum es geht. Steinerner Ritter, Jungfrau befreien, obwohl sie eine Jungfrau ist, weiß ich nicht mehr. Aber auf jeden Fall eine junge Frau, die uns aber mit ihrer einzigen Träne wieder zum Leben erweckt hat. Und ja, jetzt machen wir uns auf den Weg, den bösen Zauberer zu besiegen. Ich bin gespannt, wie das Spiel ist. Ich habe mir vorab schon ein, zwei Videos angeguckt dazu. Also ich weiß zum Teil, worum es geht. Aber selbst Hand anlegen konnte ich an dem Spiel natürlich noch nicht. Deswegen habe ich es mir heute Morgen runtergeladen und dachte, komm, spielen wir das mal mit der Community. Also, wie gesagt, los geht's. Wir starten einfach mal. Okay, spielen. Ja, wollen wir. Und los. Hast du einen Arm verloren, kann nur das Schwert verwendet werden. Okay. Bin ja mal gespannt, auch so grafisch, was das Spiel so auf dem Kasten hat. Bei den Videos kann ich es natürlich sehen, aber jetzt so live auf der Switch ist natürlich wieder was anderes. Okay. Nutze L zum Bewegen. Okay. Ist jetzt nicht unbedingt der schnellste Ritter, aber eine Hexe. Seht, o ehrenhafter Ritter, die Stadt, zerstört vom Zauberer. Die guten Menschen wurden zu Steinen und jene, die Böses im Herzen tragen, schlossen sich ihm an. Es scheint, als wären nur wir am Leben. Wie habt ihr den Fluch überlebt? Ihr seid doch Stein, doch gelebt. Ich verdanke dies der Träne, meine Geliebten. Ich bitte euch, sagt mir, wie kann ich sie aus den Klauen des bösen Zauberers befreien? Ich bin nur eine alte Frau, die Obst verkauft, doch der Heiler in dieser Region ist ein weiser Mann. Geht zu ihm und vielleicht findet ihr Antworten in seinen Büchern. Dann werde ich dies tun. Ich danke euch für eure Hilfe. Also die gute Frau sieht aus, muss ich zugeben, leider wie eine, wie die böse Hexe von Schneewittchen, die diesen Apfel anbietet. Das passt auch zu dem Korb, den sie in der Hand hält. Und ja. Drücke A, um mit Objekten zu interagieren. Okay. B zum Springen. Drauf. Ja. Wenn zu angreifen. Okay. Ach, guck mal da. Ein paar Schätze.
Ein paar Geheimnisse findet man halt dann doch. Springe mit B und halte L nach unten und drücke Y. Okay. Fahr nach oben auch durch. Nein, komm. Okay. Ah, okay. Oh, ein bisschen Bewegungsapparat hat er ja. Okay, ich kann mich gerade nicht bewegen. Okay. Der verfluchte Ritter muss stets Energie auffüllen, um deine Gesundheit wiederherzustellen. Sammle Gesundheitsjuwelen und besiege Feinde. Machen wir. Okay, also okay. Ich verliere also immer mehr Sachen wahrscheinlich. Desto mehr Energie ich verliere. Checkpoint. Sehr gut. Gut zu wissen, gut zu wissen. Warte, da oben ist auch noch was. Ah, ist schon ein Ritter. ZL zum Blocken. Okay. Ah, eine Armbrust. Drücke X, um zu schießen. Kann ich auch anders schießen oder nur dahin? Nun gut, ein paar Waffen hat er. Ach so, warte. Ist einfacher so. Ah, okay, das ist natürlich praktisch. Dann kann ich ihn direkt. Au, au, au. Das ist nicht so gut. Okay, also ich besiege Gegner und kriege Energie wieder. Das ist nicht unverkehrt. Achso, ich könnte, hätte sie jetzt auch verbrennen können, die Gegner. Das ist natürlich ganz cool. Also ich kann mit der... Was ist das denn? Ach guck mal, ich kann mit beiden Sachen. Mit dem Knüppel und... Ah, okay. Habe ich die... Okay, jetzt kann ich halt nur wechseln. Entweder Knüppel oder... Armbrust, nehmen wir nämlich Armbrust. Bam. Okay, hilft ja. Oh, ist das dann. Okay, dann muss man halt warten, bis die Gegner so ein bisschen kommen. Boah, ist eher eine Frost. Eieiei. Ein bisschen aufpassen muss man schon, weil ich habe schon ganz schön viel Energie wieder verloren. Ich hole uns erstmal die Energie wieder. Aber hier ist ein Geheimgang hier unten. Gehen wir runter. Das? Eine Axt! Ah, okay, mit der Axt habe ich ein bisschen mehr Power noch. Ich muss aufpassen, der Gegner ist da oben, ne? Oh, die Axt haut schon ganz gut rein, glaube ich. Aber ich nehme trotzdem mal. Guck mal, die Axt kann ich auch werfen, so. Ich nehme trotzdem das hier mal mit. So. Das geht auch. Natürlich gut, wenn man so richtig interagieren kann mit dem Ganzen. Sehr praktisch. Gut. Oh, da muss man schon ein bisschen mehr springen. 10 Schuss. Okay, jetzt hier oben weiter. Ah, hier ist auch ein Checkpoint. Eieiei, du schießt denn da mit so vielen Pfeilen? Ah, ist schon so ein bisschen Jump-Run-Style hier. Okay. Ja. Oh! Zack. Naja, wenn man Super Mario gespielt hat, kriegt man das hier wohl auch hin. Oh, und doch nicht. Oh! Da redet man gerade, ne? Und dann merkt man, wie dumm man ist. Also muss schon das Timing passen hier. Das passiert hier gar nicht.
aufpassen. So. So, unten war ja auch noch was, habe ich gesehen, aber wir gehen jetzt trotzdem mal oben längs. Ah, okay, da muss man auch ein bisschen aufpassen. Oh, kann man da rein? Yes! Also ein paar Geheimnisse gibt es schon. Ich nehme mal hier die Armbrust mit. Also es spielt sich ein bisschen träge, was aber nicht so schlimm ist, finde ich. Also passt zum Spiel. Das ist ja aus Stein, deswegen... Ach, verdammt. Ach, scheiße, ich dachte, ich könnte das auf den Schädel fallen lassen, aber es wurde nichts. Hast du Kombüse im Hintergrund? Oder oben ist einer. Wandsprung? Nee, ne? Das wäre auch nicht schlecht gewesen, ein Wandsprung. Dass man einfach von der einen Wand. Noch einmal hier hoch. Wollen wir mehr Schuss? Das sind ja wie Zombies, die Leute, oder? Finde ich. Oh Mist. Also könnt ihr den jetzt irgendwie. Das war wohl nix. Oh! Irgendwas verloren gerade? Mein Arm, aber jetzt habe ich ihn gleich wiederbekommen. Okay, das war nicht so schlimm. Halt, hier ist auch was. Ah, so ein paar Schätze findet man schon hier. Muss schon aufpassen, ne? Okay, jetzt muss ich den Seil schwingen. Kann er das? Ja. Das sieht ein bisschen komisch aus. Aber naja. Oh nein! Wie dumm war das denn? Ist der wirklich runtergefallen, oder? Oh! Eieiei! Warte mal. Das ist gar nicht so leicht. Da muss man in Luft muss man ihn auch immer nochmal wenden. Boah! Okay. Das ist natürlich dumm. Es sind ein paar Sprungpassagen hier. Okay. Ich hab wieder ein paar Pfeile. Ey, der hat auch ein Schild. Okay, muss man ein bisschen anders kämpfen gegen den. Na gut. Aber man sieht es immer so ein bisschen, wenn der Boden so ein bisschen brüchig ist, sieht man schon, wenn er runter kann. Ne? So, nächster Checkpoint. Kann ich da die Treppe hoch? Nee. Geht's da runter und muss ja rüberspringen. Das ist natürlich. Das ist, so ein, das ist auch blöd. Das ist so ein kleiner Sprung ins Leere, ne? Man weiß jetzt nicht, kann man da reinspringen? Kann man da nicht reinspringen? Ja, okay. Also, das muss man natürlich testen, ne? Also, das ist natürlich ein bisschen blöd. Oh. Eieiei. Also man muss, das ist echt schon echt teilweise echt Timing gefragt hier. Jetzt keine schwierigen Passagen unbedingt, ne? Ach, guck mal. Oh, was ist das denn für Schönes hier? Ein Speer? Ei. Das tat bestimmt weh.
einfach aufnehmen. Ah. Jetzt ist es noch. Kann ich da runter? Ja, müsste ich eigentlich, ne? War da nicht noch mehr da unten? Was ist das da unten denn? Ein Diamant? Oder was war das? Ein Diamant oder so, ne? Achso. Nehme ich jetzt ein hier und dann... Oh! So. Blöder Heini. Fällt der nicht auf? Ganz angenehm. Finde ich. Ich hab so ein bisschen altertümliches Flair. War nichts drin. Oh oh, rutsche runter. Brenne! Saarland, brenne! Okay. Wie können wir runter? Oh, warte. Geht's hier weiter? Ach, guck mal. Noch so ein Diamant. Ich weiß nicht, wofür die sind. Das können wir schon rauskriegen. Mal rüberlaufen. Los, Feuer muss weg, ich muss hier weiter. Ich hätte jetzt gedacht, da ist was, aber da war nichts. Da müssen wir wahrscheinlich irgendwie raufkommen. Oh. Da komme ich auch nicht rauf, ne? Kommt von dieser Seite rauf, glaube ich, oder? Mal rauf da. So, haben wir auch. Und jetzt? Es ist ein weiter Weg zum Rand der Stadt. Ich muss die Stadtmauern überwinden, um den Heiler zu finden. Ich lasse es mal mit den, mit dem Nachsprechen der Figuren. Brauchen wir jetzt nicht. Also andere Stimmen, da bin ich nicht so gut drin. Ich wollte es mal probieren, aber... Ach, guck mal, da kann ich sehen. Zwei Diamanten habe ich gefunden. Und ja, ein paar fehlen, ne? Ist nicht so cool. Aber das macht ja nichts. Ja, so, das war jetzt mal die erste Folge. Einfach mal, um mal einen kleinen Einblick zu bekommen. Bin überlegen, ob wir einfach mit der zweiten jetzt weitermachen. Machen wir eine längere Folge. Finde ich gut. Machen wir. So. Hast du einen Arm verloren? Kann nur das Schwert verwendet werden. Super Tipp, den haben wir schon bekommen. Mal gucken. Ei, da sind wir. Oh, Sprung. Und Sprung. Sprung. Oh, Sprung. 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 Und Sprung. Oh nein, das war nicht so gut. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Das wird mir zum Verhängnis. Oh. Ja, das war's so. Wir müssen gleich normal machen. Ach. Was ist das hier? Eieiei.
Oh. Gut. Puh, das war gar nicht mal so ohne, aber wir haben es geschafft. Okay, da geht's nicht weiter. Weiter geht's in diese Richtung. Also bis jetzt ist noch nicht so viel passiert, aber es war auch erstmal die Einführung, das erste Level, behaupte ich mal. Hätte jetzt gesagt, das passiert ein bisschen, ist ein bisschen mehr Action hier, aber drücke L plus Y, um einen Spezialangriff auszuführen. Ah, okay. Versuchen wir mal. Okay, habe ich ein bisschen mehr Kraft drin anscheinend. So, wir müssen die Achsen mit. Na gut. R, um Inventar-Items zu verwenden. Okay. Ah, okay. Kann man wahrscheinlich verschiedene Sachen haben und nachher auch hin und her tauschen. Auch nicht verkehrt. Was ist denn hier? Ah, okay. Ich kann auch Messer benutzen. Okay. Oh. Ah, ich dachte, ich kann ein Messer benutzen. Ah, ich bin gleich tot, wenn ich Energie bekomme. Ah, okay. Checkpoint wird immer alles wieder aufgefüllt, ist gut. Aber was kann ich mit dem Messer machen? Ich dachte, ich könnte die Messer werfen. Okay, kann ich auch. War natürlich dumm, das jetzt zu verbrauchen. Aber was soll's. Oh, ich dachte, ich könnte auf ihn raufknallen, aber das geht gar nicht. Wäre gut, wenn der Angriff von oben funktionieren würde, wäre auch nicht schlecht. So, nehmen wir mit. Kann ich den nehmen? Ah, fangen. Vor allem fangen. Auch ganz schlecht, ne? Da ist der Diamant. Oder ein Diamant. Ach, guck mal, das ist der erste sogar. Das war nicht schlecht. Auch noch. Hey, andere Seite. Aber die Grafik ist eigentlich gar nicht so schlecht wie die Switch, ne? Muss man auch sagen. Immer so. Da komme ich nicht so hoch, ne? Schade. Guck mal, ob es noch so ein. Ach! Anders springen, glaube ich. So. Dann haben wir den auch gleich erwischt. Und wir haben ein paar Messer bekommen. Ist ja auch nicht verkehrt. Ist. Oh. Oh, da schnell. Da. Oh nein. Aber das war ja dumm. Genau in die Spitzen gelandet. Na gut. Fordert einen doch schon ein bisschen. Okay, und die Speere da oben mit. Recht schnell Energie hier auch, ne? Auch mal sagen. So, den Diamant muss ich trotzdem noch mal holen. Mal hin. Okay, wenn man nicht mehr so viel Energie ist, dann muss man ein bisschen beeilen. Dann nehmen wir die Speere nochmal, die sind eigentlich echt eine nützliche Hilfe, muss man sagen. Runde reinspringen. Nee. Oh nein, schon wieder gemacht. Das war so dumm. Ich hab so, weiß, da hinten ist auch der Checkpoint schon. Okay, probieren wir das Ganze nochmal.
Nein! Das war dumm. Ach komm, dann soll ich ihn kurz töten. Töte mich mal. Weil das muss ich auf jeden Fall. Das kommt ja gar nicht mehr hin. Also das muss klar sein. Sonst kriege ich den Diamanten gar nicht. Ich versuche mal. Zack. Ich würde es normalerweise auch wegschneiden. Mach ich beim nächsten Mal auch wieder. Machen wir beim nächsten Mal schneiden wir viel weg. Ich kriege ein paar mehr Special Effects oder hier Special Moves oder so. Das wäre schon geiler. Hier sind wir ein, das ist der erste, ja. Oh, shit. Oh Mann. Und den Gegner töten, Gegner töten, Gegner töten. Kann ich hier aufheben, scheiße, das ist nur schwer, stimmt. So, den anderen hole ich mir auch noch jetzt schnell. Okay, wir müssen uns beeilen. Aber wir wissen ja, wo das Ding liegt. Ach, kann ich das wieder nicht. Oh nein. Leute, was ist denn da los? Ich bin unvorsichtig. Gibt's doch gar nicht so viele Gegner hier gesagt? Gerade eben hat die auch so aufgefallen. So, dann muss ich mal eilen. Blöde Vogel. Schnell zum Checkpoint müssen wir machen. Nur schnell zum Checkpoint. So. Wir haben jetzt beide Diamanten geholt, das ist schon mal ganz gut. Kann ich jetzt nicht da irgendwie? Ne, kann ich schon nicht. Alter. Dann wird scheiße. Mist, bin ich jetzt gleich wieder tot hier? Oder kann ich jetzt zurück zum Checkpoint und mir Energie holen? Nee, anscheinend nicht. Na gut, müssen wir probieren. So. Boah. Okay, das ist das Spiel der 1000 Tode, würde ich mal sagen. Oder ich stelle mir auch wirklich zu blöd an. Kann auch gut sein. Ich warte jetzt ein bisschen auf, dann geht's auf. Ah, zack. Okay, ein bisschen Energie verloren, das macht aber nichts. Oh, hier runter. Okay.
guck mal. Ah, können wir auch wieder ein paar Bomben. Bomben können wir auch ganz gut gebrauchen. Oh, oh, warte. Gehen wir hoch. Das ist natürlich dumm von mir. Aber... Da oben sind Bomben. Da oben sind noch mehr Bomben. Ich verliere eh mein Leben jetzt, weil ich gerade so schlecht bin. Schade, schade, schade. Ah. Okay, man muss auch schnell, man kann leider nicht alle Geheimnisse mitnehmen, wenn man nicht schnell genug ist. Die Steuerung nicht schlecht ist, das meine ich gar nicht. Aber es ist nicht leicht, irgendwo stehen zu bleiben. Wenn man einen Armbrust mit. Okay, wir müssen aber runter schießen, damit wir da rüber können. Geht das jetzt, ohne dass ich sterbe? Ja. Muss alles ausprobieren. Der ist natürlich dumm, hätte ich nicht weiter müssen wissen, weil der in der Mitte ist. Vielleicht komme ich trotzdem rüber. Ja, was. War das jetzt clever? War halt dumm, oder? Na, das war jetzt gerade behindert. Genials! Ja, naja, gut, dass ein Checkpoint war. Gegner. Die müssen wir anders erledigen. Ach, hier. Super. Irgendwo Energiesachen, ich glaube, zu runter. Aber hier ist irgendwas Geheimnismäßiges da hinten. Kann ich mich nicht ranschwingen. Okay, oh, wir sind gleich tot. Ah. Hat zu wenig Zeit, ne? Hat echt zu wenig Zeit, finde ich. Yeah.
Lass die Armbrust nehmen. So, die Armbrust. Und der. Mist, Mist, Mist. Aber pass mal auf, wir gehen einmal hier runter. Wieder hoch. Und hüpfen dann hier rüber. Und da rüber. Und da rüber. Und da rüber. Den dritten haben wir auf jeden Fall. Komm hoch hier. Ist immer einer auf dem Kopf, wenn du hochspringst. Okay, wir müssen weiter runter. Wahrscheinlich. Oh, warte. Oh, da hoch, schnell. Nein! Oh, die Energie, ich hatte sie doch fast. Ich hatte die Energie doch fast. Naja, so seht ihr jedenfalls, wie oft man sterben kann. Ziemlich oft, wie man sieht. Da dann ab, es geht da dann ab. Aber laufen hier doch. Drücke ZR zum Rollen. Oh nein! Nein! Oh, okay, also Rollen macht natürlich nicht so viel Sinn, wenn da eine Tonne vorsteht. Oh, schnell, schnell, schnell. Alter, da fällt ja alles auf mich drauf. Wir probieren es nochmal. Ihr sollt miterleben, wie oft ich hier sterbe. Oh nein, das hätte man rollen sollen. Ah. Oh nein. Oh nein, das ist doch kacke. Okay, das war's. Das Ding war echt scheiße, muss ich sagen. Komm ich da nicht hoch? Doch, komm ich. Und zwar. Da hinten müsste man hochkommen, ne? Genau. Die Krähe, verpiss dich. Schau mal an, schau an. Gar nicht so leicht. Ich hab das ganz ein bisschen leichter vorgestellt, das Spiel. Aber anscheinend ist nicht so leicht im Weg. Okay, dann haben wir den vierten. Vielleicht kriegen wir auch den fünften diesmal.
mal machen. Oh, oh. Ah, guck mal. Ein bisschen Leben wäre nicht schlecht. Naja. Man kriegt aber auch nicht viel Leben, ne, muss man sagen. Von den Gegnern so, also ist ja wirklich nicht viel. Ah, guck mal hier. Das war durch Zufall jetzt, aber immerhin. Sehr gut. Eieiei. Hier ist nichts mehr. Okay, weiter geht's. Oh! Oh, das ist auch fies, ne? Aber naja, war irgendwas ein Checkpoint. Kann man natürlich dann mitnehmen, ne? Hier. Na gut. Ah, warte. Wie komme ich da rein? Ah, okay, wir haben ja auf jeden Fall gesehen. Das heißt, ich muss von der anderen Seite reinlaufen. Der Boden ist noch morsch hier, oder? Kann ich da runter? Na, siehst du. Der Tod? Nee, der liegt da nur. Oh, ist das nicht ein Krummsäbel? Nehmen wir doch mit. Perfekt. Haben alle Sterne, würde ich sagen. Also. Oh, das sieht nicht gut aus. Checkpoint, Checkpoint, bitte geh auf den Checkpoint, komm. Boah, ärgerlich. Ärgerlich! Wir müssen mal eilen hier. So, alle Dinger haben wir jetzt. Was ist das denn? Wieso bin ich denn so... Oh, verdammte Axt. Wieso bin ich denn gleich totgegangen wieder? Verstehe ich nicht. Naja. Alles mit. Feuer ist auch weg. Schnell beeilen, dass wir zum Checkpoint kommen.
selbst hier verliert man Energie, wenn man hochgefahren wird. Ist auch recht, oder? So, bin ich mal gespannt, wie das weitergeht. Ein kleines bisschen monoton bis jetzt, fand ich. Aber wir schauen mal, wie es weitergeht. Ich danke euch fürs Zuschauen. Hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dabei. Bis dahin. Tschüss.